Nein, Willi, warte doch mal, wir haben ein Problem. Das sind Mondblumen. Ja. Sie öffnen sich erst, wenn es dunkel ist. Aber für uns können die doch mal eine Ausnahme machen, oder? Na los, Blümelein, öffne die. Das war's, wir haben es nicht geschafft, Willi. Ich glaube, das wird ein Eierfest ohne Eier. Oh je, Mini, die arme Königin. Dann feiern wir eben ein Eierkopffest. Nur für mich. Komm, wir fliegen zurück zum Bienenstock. Frau Cassandra wird bestimmt... Hey, hast du es aber eilig, Willi? Eilig? Und ob, ei wie eilig, wir müssen zum Eierfest ohne Eier. Eierfest? Da legt eure Königin die Eier nicht. Das kenne ich schon aus den letzten Jahren. Dieses Jahr nicht, weil sie zu müde ist. Willi hat ihren Kraftkuchen aufgegessen. Hast du? Ja, und ich könnte jetzt 1000 Eier legen. Also wenn ich könnte, müde bin ich jedenfalls überhaupt nicht. Tja, wie heißt es so schön, was weg ist? Ist weg. Oh je. Nun, wenn ich müde bin, dann kaue ich das hier, Salbei. Also mir hilft das immer. Salbei bringt mich immer in Topform. Na, ihr geht. Ist das ein Beefblatt? Das ist nichts für die Königin. Naja, aber es hilft. Seht her. Das gibt Kraft. Ich finde, wir sollten es versuchen. Danke, Flip. Ja, ja. Wieso geht's denn nicht los? Also, das gibt's ja gar nicht. Normalerweise ist sie pünktlich. Habt ihr Maya und Willi gesehen? Oh, was mache ich denn jetzt bloß? Hallo, Frau Cassandra. Oh, das seid ihr ja. Ein Salbeiblatt? Wirklich ungewöhnlich. Nee, also, ich weiß nicht, ob das eine wirklich gute Idee ist. Wir müssen es versuchen. Es fängt gleich an. Wir brauchen noch etwas zum Verrühren. Honig. Endlich die Königin. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihr, oder? Und wenn der Königin der Kuchen nicht schmeckt... Und wenn er nicht wirkt? Oder wenn ich will? Entschuldigung. Du liebe Güte. Oh, die Königin sieht wirklich nicht gut aus. Ja, sie ist völlig erschöpft. Verzeihung, entschuldigt bitte. Eure Majestät, hier ist euer Kraftkuchen. Oh. Ah, endlich. Ah, hoffentlich wirkt er. Das schmeckt ja vorzüglich. Was für ein Genuss. Oh, das weckt die Bienenkräfte in mir. Möge die Zeremonie beginnen. Ja!